stehe zu meinen Fehlern. Ich habe einen Scheiße benommen. Wirklich Scheiße. Und es tut mir auch leid. Das war als Liebe alles. Die hat mich ja geliebt. Ich bin fix und fertig, wenn du immer sowas machst. Wie oft hattet ihr Sex in diesen 2 Wochen? Mehrmals. Stimmt nicht, 3-mal. Erzähl nicht so Ding, Mama, es tut mir leid. Cowboy, deine Frau ist hier bei mir. Hol die ab. Der hat dich auf mir nach Hause. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie heute wieder dabei sind. Mein Thema: bohrende Zweifel. Was liebst du noch an mir? Meine Gäste wollen heute klären, ob ihre Partnerschaft überhaupt noch eine Chance hat. Seit 22 Jahren fragt Jennifer, wer ist mein Vater? Ihre Mutter Andrea verweigert Jennifer allerdings jegliche Aussage und darunter leidet sie wirklich sehr, sehr doll. Ich werde mich der Sache heute annehmen und gucken, ob ich für Jennifer endlich ein paar Fakten auf den Tisch bringen kann. Seitdem ich auf der Welt bin, möchte ich gerne wissen, wer mein Vater ist. Meine Mutter sagt es mir nicht. Ich bin, seit ich 9 Jahre alt bin, im Heim aufgewachsen. Als Mutter hat sie beim ersten Kind versagt, ganz klar. Das geht mir ans Herz, geht mir das. Andrea, aber du bist... Für sie ist es ihr Vater. Es ist ihr Erzeuger. Ich habe Fehler gemacht. Ich habe dich beklaut. Ich habe dich belogen. Ich habe es zugegeben. Das Einzige, was ich einfach nur möchte, ist, wer ist mein Vater? Herzlich willkommen, hier ist Jennifer! Jennifer, hi. Warum sagt deine Mutter dir nicht, wer dein leiblicher Vater ist? Ich kann es ganz ehrlich nicht sagen. Also ich bin, seit ich 9 Jahre alt bin, im Heim aufgewachsen. Okay. Und war aber zwischendurch bei meinen Eltern und dann wieder nicht. Also ich und meine Mutter kamen nie miteinander klar. Aha. Also wir konnten nicht miteinander, wir konnten aber auch nicht ohne einander. Okay. Ich habe sehr viel Scheiße gebaut in der Vergangenheit, muss ich echt sagen, das gebe ich auch zu. Und ja, und seit einem Jahr ungefähr ist der Kontakt zwischen mir und meiner Mutter gar nicht mehr. Das heißt, ihr habt gar nicht gesprochen? Nein. Das Ding ist, ich weiß ja, du hast 5 andere Geschwister. Ja, wo haben die denn gelebt? Also mein ältester Bruder, der mich heute auch begleitet, der ist seit er ein Baby ist bei der Pflegefamilie aufgewachsen. Das heißt, deine Mutter hat ihn direkt weggegeben? Ich will nichts hineinsetzen. Ich weiß nicht, ob sie ihn weggegeben hat oder abgenommen bekommen hat, aber ich glaube, sie hat ihn abgenommen bekommen. Also sie hat, aber ich will es jetzt mal ganz hart formulieren, als Mutter hat sie beim ersten Kind versagt, ganz klar. Weil egal, was der Punkt war, sie ist nicht gut als Mutter gewesen, sonst hätte sie ihr Kind ja bei sich gehabt. Und sie hat auch, wenn man mal ehrlich ist, versagt, was dich betrifft, denn mit 7 Jahren muss man auch nicht ins Heim, ne? Ja. Die anderen Kinder aber, was ist mit denen, wo sind die groß geworden? Die wohnen zu Hause. Das heißt, da konnte sie auf einmal der Mutterrolle besser nachgehen, ja? Ja? Würdest du sagen, bei deinen Geschwisterkindern, außer dem ersten jetzt, ist deine Mutter dann eine gute Mutter gewesen? Ich sag mal so, ich kann es nicht beurteilen, weil ich bin zu Hause einfach nicht aufgewachsen. Ich kenne dieses Familienleben nicht. Hast du den Kontakt zu deinen Geschwistern, zu den anderen? Nein. Gar nicht? Nein. Das Problem ist, dass dadurch, dass ich und meine Mutter Streit haben, mischen sich die anderen Geschwister mit ein. Das heißt, die halten zu meiner Mutter. Klar, weil die ja auch mit ihr unter einem Dach wohnen, richtig, die Nähe zu ihr haben und nicht zu dir und so weiter. Genau. Ich glaube, es gibt 3 Väter für diese 5 Kinder, oder? Ist das richtig? Dein ältester Bruder hat einen eigenen, genau, Papa sozusagen. Die anderen 3 Geschwister, oder wie viele sind 3. Das? 3 Geschwister haben einen Vater und du bist die Einzige, die aber gar keine Ahnung hat, wessen Vater, richtig, wer dein Vater ist. Ja. Du hast deine Mutter mehrfach gefragt, ich, oder? Habe meine Mutter einmal gefragt, weil es ist für mich halt auch eine seelische Belastung, dass ich einfach nicht weiß, wer mein Vater ist. Total wo ich schlimm. Mich dranlehnen kann, wenn ich halt gerade Stress mit meiner Mutter habe. Also und selbst wenn man sich nicht mehr dranlehnen wollte, weil man den gar nicht mag, aber zu wissen wenigstens. Genau, vor allem wo ich auch herkomme, ob ich noch andere Geschwister habe, Oma, Opa von der, ja, Seite. Ich habe es einmal angesprochen, und da stand in, also hat sie gesagt, er hat sich von meiner Geburt umgebracht, weil er damit nicht klarkommt, dass meine Mutter sich von ihm getrennt hat. Okay. So habe ich das auch im Bericht drin stehen, den ich damals bekommen habe. Und das hat deine Mutter auch so bestätigt, oder wie? Sie hat es ja so erzählt, dem Betreuer, wo ich gewohnt habe. Ja? Okay. Und das andere Mal hat sie gesagt, weil ich noch mal drauf angesprochen habe, ob sie nicht einen Namen oder ein Bild hat. Und dann hat sie gesagt, nein, das war eine Affäre gewesen.
Eine Affäre? Ja. Also sie will sich nicht festlegen so richtig, das höre ich jetzt raus, ja? Ja. Jetzt habe ich mal eine Frage, du hast es gerade so angedeutet, so Momente, in denen es mal düster bei einem wird, wo man emotional echt in den Seilen hängt, traurig ist, ja, und sich vielleicht auch unsicher fühlt. Da will man ja gerne eine Art Schulter zum Anlehnen haben. Ja. Dein Vater ist nicht da. Wie ist denn das, wenn du an deine Mutter dabei denkst und dann weißt, auch sie ist für dich irgendwie nicht da? Was macht das mit dir? Ja, das ist halt ein bisschen scheiße, weil meine Mutter war nicht für mich da und ich habe keinen Vater, wo ich mich anlehnen kann. Oh, das finde ich furchtbar, wenn ich das höre. Ich bin so gesehen ohne Elternteil aufgewachsen. Es ist halt schon ein bisschen schwierig, da ich weiß, dass meine anderen Geschwister mit Elternteil aufgewachsen sind. Wird man da manchmal so ein bisschen neidisch auf die Geschwister? Ja. Schon, oder? Verstehe ich total, wenn ich ehrlich bin. Kann ich total verstehen. Und ich weiß gar nicht, wie man das so aushält, ehrlich gesagt, wenn man nie so ein Rückgrat hat, was einen stützt, weißt du? Also ich muss sagen, dadurch, dass ich das nicht gelernt habe, dass ich also von der Vaterliebe her, war es für mich auch schwer, eine Beziehung zu führen. Ja, verstehe ich. Zu Männern. Klar. Oder generell zu Männern Vertrauen aufzubauen. Ja. Das kann ich mir vorstellen, weil ich meine, die sind ja auch deine Wurzeln irgendwie so ein bisschen gezogen worden, ne, ja, durch die ganze Sache. Nun hast du diesen Streit mit deiner Mutter seit einem Jahr. Ich will gar nicht unbedingt jetzt aufrollen, worum es dabei ging, weil ich glaube, das ist gar nicht der wichtige Punkt gerade, oder? Genau. Sondern es geht darum, dass ihr euch nicht wieder einkriegt irgendwie, ne? Ja, nicht nur das. Also mir geht es einfach nur darum, dass ich einfach nur wissen möchte, wer mein Vater ist. Mein Bruder hat mich heute begleitet, ja, und da wollte ich auch einen DNA-Test machen zwischen mir und meinem Bruder. Vielleicht ist sein Vater auch mein Vater, weil meine Mutter war mit ihm zusammen, dadurch, ja, ist mein Bruder entstanden, dann war sie aber mit mir schwanger. Aber warum sollte sie das nicht sagen können? Ich weiß es nicht. Da, eine Sache noch, du willst ja heute eigentlich, was willst du genau? Du willst deine Mutter fragen, würdest du auch gerne mit deiner Mutter Frieden schließen? Ich sag mal so, nach der SMS, die ich bekommen habe von meiner Schwester. Da will ich nämlich gerade drauf eingehen, weil du hast uns die gezeigt, diese SMS. Wir gucken uns die mal ganz kurz an, bitte. Also wenn du was mit Britt zu tun hast, lässt Mama sofort den Rollladen wieder runter, damit ist mein Rolltor gemeint. Das soll ich dir ausrichten. Also das ist natürlich, das hat eine Schwester von dir oder so geschrieben, ne? Ja. Das klingt wirklich so ein bisschen nach Kampfansage. Und ich frage mich natürlich, was ist los, dass deine Mutter so drastisch ablehnt und deine Geschwister sich so davor stellen? Was ist da los? Ich weiß es nicht. Also ich war halt ein schwieriges Kind. Ich habe meine Mutter belogen, beklaut. Ich bin von zu Hause abgehauen und all so Sachen. Okay. Und das hat sich mit den Jahren immer mehr aufgepusht, weil sie auch... Einfach, meine Mutter war damals das Jugendzentrum, da waren Jugendliche und die Leute erzählen meiner Mutter was und sie glaubt es natürlich. Okay, also da steckt einfach sehr, sehr viel Konflikt über Jahre drin, ja, höre ich raus. Aber unser Ziel heute wäre ja eigentlich, das mal so ein bisschen beizulegen, finde ich, oder? Auch, ich würde mich zumindest freuen. Endlich rausrückt. Wer der Papa ist, und im besten Fall würde die einfach auch mal ein bisschen versöhnter und näher aneinander wieder, ja, rantreten irgendwie, ne? Und hier weggehen dann. Okay, ich gucke, was ich tun kann. Ich kann gar nichts versprechen. Ich weiß, ich bemühe, ja, mich ganz doll. Und ich würde vorschlagen, du gehst jetzt erstmal ab und ich hole mir deine Mutter und rede mal erstmal völlig neutral mit ihr. Mhm. Ja? Viel Glück wünsche ich dir. Dankeschön. Na dann, ich bin gespannt, was dabei jetzt rauskommt. Herzlich willkommen. Hier ist Andrea. Hallo Andrea, na? Hallo. Also, schön, dass du da bist. Wir haben dich angerufen, wir haben dir gesagt, okay, es gibt jemanden, der dich überraschen möchte. Es gibt jemanden, der mit dir sprechen möchte. Hast du eine Idee, wer? Nein. Gibt es irgendjemanden, den du gerne sehen würdest? Gibt es jemanden, den du gar nicht sehen möchtest? Ja, den ich gerne sehen möchte, wäre eigentlich, den ich selber auch schon gesucht habe, einen besten Freund von mir. Ja? Carsten heißt er. Das ist von früher, also ja. Ansonsten... Fällt dir niemand ein? Es gibt viele Leute, ja. Gibt es jemanden, den du gar nicht sehen willst? Den ich überhaupt nicht sehen, ja, will. Das ist... Hört sich schwer an, aber es ist meine Tochter. Mit der habe ich sehr viel Stress. Also und... Wie heißt deine Tochter? Jennifer. Das finde ich wirklich hart. Ja. Wenn ich das so... Also ich bin ja selber eine Mutter. Das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen, ja, dass man als Mutter sein Kind überhaupt nicht sehen, ja, will. Ja, also ich habe 6 Kinder und es ist nicht leicht...
Aber die Jennifer, die hat mir sehr viel angetan auch schon. Also richtig, richtig viel, ja. Sie beschimpft mich, ja, bei anderen Leuten. Sie macht mich richtig schlecht und ich tue alles für meine Kinder. Alles, wirklich. Ich gebe mein ganzes Herz dafür. Wie alt ist die denn, die Jennifer? 22. Aha. Wohnt sie doch bei dir? Nein. Seit wann? Zeitlang war sie in so einer Wohngemeinschaft, im Heim und so. Mit 15 ist sie schwanger geworden. Dann habe ich sie aufgenommen. Wie alt war sie, als sie ins Heim kam? 11. Du sagst, da hättest du jetzt nicht so eine Lust zu. Ich sag dir, von mir erfährst du gar nichts. Guckst dir an. Es gibt ein eisernes Gesetz bei mir im Studio. Jeder, der hier überrascht wird, kann entscheiden, ob er seine Überraschung überhaupt sehen und sprechen möchte, indem also das Rolltor einmal hochgedrückt wird. Du kannst es natürlich auch wieder runterdrücken. Guck mal einmal hier auf die Markierung, dann kannst du ein bisschen mehr Licht kriegen, genau. Aber manchmal empfiehlt es sich vielleicht auch bei Überraschungen, auf die man keine Lust hat, erstmal hinzuhören, worum es eigentlich geht. Kleiner Zusatz von meiner Seite. Antwort drauf, bitte. Da. Jetzt kann man es nicht mehr zudrücken. Okay. Sorry, du wolltest mich nicht sehen, das ist okay. Das Einzige, ich weiß es, ich habe vor allen Leuten gesagt, ich habe Fehler gemacht. Ich habe dich beklaut, ich habe dich belogen, ich habe es zugegeben. Das Einzige, was ich einfach nur möchte, ist, wer ist mein Vater? Wer auf der Stelle das noch sagen? Du das war einfach nur eine Bekanntschaft. Ja, aber versteh mich doch mal. Ja. Alle wissen. Aber wenn es so eine Bekanntschaft ist und ich kenne sie nicht. Das war ein Disco-Besuch. Wie oft soll ich dir das noch sagen? Guck mal, du hast mir zweimal was Falsches gesagt. Darf ich einmal ganz kurz da reingrätschen? Ja. Also es ist Folgendes passiert. Es ist natürlich eine für mich auch schwierige Situation, weil ich wusste jetzt, du hast mir ja gesagt, du willst auf sie nicht treffen. Ich weiß aber, was sie wollte und ich weiß, dass ihre Absichten gar keine schlechten sind, hierher zu kommen. Können wir in aller Ruhe mal reden? Ja. Alle drei? Ja, komm, dann stellt euch mal hin, nehmt euch mal die Zeit jetzt dafür. Komm, einer hier hin, einer hier hin. Also sie hat mir das wirklich gesagt, sie sagt, wir sind nicht in die Details gegangen. Sie hat mir schon gesagt, dass es extrem schwierig immer zwischen euch war, dass es irgendwann eskaliert ist, sie ist ins Heim gekommen und dass es zwischen euch beiden wirklich teilweise sehr schlecht gelaufen ist, dass sie dann echt sehr extrem wurde in einigen Punkten. Ja, das hat sie selber genauso auch geschildert. Ja, aber sie hat mir auch geschildert, und das tat mir so unheimlich leid, dass sie sich natürlich total einsam fühlt. Sie hat keinen Vater. Also sie weiß nicht, wer ihr Vater ist. Sie hat gefühlt keine Mutter mehr. Ihre Geschwister lehnen sie ab, weil sie sich auf deine Seite stellen. Ja, sie fühlt sich, gelinde gesagt, beschissen. Ich will dich auch nicht schlecht machen. Ich habe meine Fehler zugegeben. Ich stehe zu meinen Fehlern. Das sage ich dir hier vor allen Leuten. Ich habe einen Scheiße benommen. Wirklich Scheiße. Und es tut mir auch leid. Ich kann es nicht mehr rückgängig machen. Aber es tut einfach weh. Aber ich weiß nicht, warum du mich jetzt hier so bloßstellst, wenn ich dich sage. Warum du mir nicht glaubst? Guck mal, das erste Mal, es geht um deinen Vater, nicht? Ja, um meinen Vater. Ja. Guck mal, das erste Mal hast du gesagt, in dem Bericht, den ich von Marburg damals bekommen habe, dass er sich umgebracht hat von meiner Geburt. Dann habe ich dich vor einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr nochmal gefragt und dann hast du gesagt, es war eine Affäre. Es war einfach nur eine Affäre, und das, was ich da angegeben habe, wo du in der Klinik warst, war das einfach nur, damit die was haben. Aber dafür kann ich doch nichts. Ja, ich tue mich doch im Endeffekt. Ich habe dich doch nicht angelogen. Ich habe doch nicht zu dir gesagt. Das ist ja, aber Andrea, aber darf ich da mal auf? Sie hat ja ein Recht. Ich meine, du siehst doch, was es mit ihr macht. Ja, weißt du, ich finde das unheimlich gemein. Wenn jemand, du weißt, was das war damals. Vielleicht war das ein Mann, der keinerlei Rolle für dich gespielt hat. Richtig, das habe ich ja auch gesagt. Okay, aber für sie ist es ihr Vater. Es ist ihr Erzeuger. Für sie ist es das Wichtigste der ganzen Welt jetzt gerade, zu erfahren, wer das ist. Das musst du anders bewerten. Ja, das ist ganz schlimm. Sie kann ihre Wurzeln so oder so schon nicht richtig leben. Das ist nun mal so. Sie ist wirklich sehr allein. Sie hat sich bestimmt wie eine Wildsau benommen. Das glaube ich alles, ja. Fakt ist aber, sie ist ein Mensch mit Gefühlen und sie steht da und ist total alleine gerade. Und mir so, also da haben wir übrigens in der Redaktionskonferenz drüber gesprochen, Entschuldigung. Selbst Spenderkinder dürfen das heute erfahren. Das ist jetzt per Gerichtsurteil gegangen. Ganz genau. Ich kann dich sicherlich super gut verstehen, wenn du sagst, das war ein One-Night-Stand oder eben ein bisschen Spaß haben. Aber versteh mal deine Tochter.
Eine Freundin, die donnert sich für deinen Geschmack immer viel zu sehr auf. Das, was sie als Kleidung bezeichnet, nennst du höchstens noch einen Fetzen. Da muss ein Umstyling her. Also schick mir eine SMS an die 0176 3x die 1 66 700. Mein Thema demnächst. Beauty-Check. Du läufst rum wie eine Schlampe. Yes, sir. Das Mädel, das stellt sich hier hin, hat sich... Du warst ja noch nicht da. Das Mädel hat sich hier hingestellt, hat ganz klar gesagt, sie macht Fehler. Ich meine... Sie stellt ihn nicht bloß. Warum bist du jetzt gemacht. Zum Beispiel, ich frage meinerseits, bist du denn überhaupt mal bereit, mach doch mal eine Therapie, eine Familientherapie. Das heißt nicht, dass einer von euch beiden bekloppt ist. Das heißt auch nicht, dass einer von euch beiden einen Schaden hat. Das heißt einfach nur, dass ihr beide mal versucht, diese Differenzen, die zwischen euch sind, aufzubauen. Dass dem abzubauen. Abzubauen, ja. Besser geht. Hast du recht? Der fehlt alles, das siehst du hier. Die hat Angst. Ich glaube, die macht sich hier gerade eine Hose. Und ich finde das super toll, dass du das... Ich meine, du hast ja nicht die Chance gehabt. Aber ich finde das super toll, dass du das Tor nicht runtergedrückt hast. Und warum nehmt ihr das hier nicht mal einfach als Chance für euch beide? Schön. Es ist so scheiße. Ich nehme meinen Job gerade, finde ich gut. Ich glaube auch, dass ich... Aber ich finde es gut, weil, ehrlich, alles, was gerade gesagt wurde, ist das... Ja, genau. Ja, weißt du? Mama, es tut mir leid. Ich wollte dich weder hier bloßstellen noch sonst was. Hat sie auch nicht. Zu keiner Sekunde hast du das getan. Du musst mich doch auch verstehen. Du konntest ja nicht hören, was sie gesagt hat. Aber, warum machst du denn so viel Scheiße mit mir? Ich weiß es. Ich bin fix und fertig, wenn du immer sowas machst. Aber guck mal, du glaubst den anderen Leuten. Ich habe nie über dich schlecht geredet, nie. Warum soll ich das? Du bist meine Mutter. Warum sagst du? Hör zu, du hast, ey, egal, was wir für Probleme hatten, alles, ich war im Heim, okay, aber du bist trotzdem noch meine Mutter. Und wenn ich mal sage, die blöde Kuh oder sonst was, aber das ist mir... Das sagst du aber nicht. Andere Leute sagen, ich wäre dran schuld, dass du deine vier Kinder nicht hast. Wie? Jenny, ich habe mir den Arsch aufgerissen für deine Kinder. Das habe ich niemals gesagt. Aber solche Gerüchte glaubst du... Guck mal, was ich alles gemacht habe. Ich weiß es und dafür danke ich dir auch und das weißt du. Aber statt... Was das angeht, ist es so, ich kann sie vollkommen verstehen. Sie fühlt sich allein gelassen. Meinst du nicht, ich fühle mich beschissen, wenn sie mit mir so umgeht? Ja, aber warum redest du wieder? Ich kenne das doch selber. Ich kenne das Problem selber. Ja, aber meinst du nicht, ich fühle mich auch schlecht? Ich fühle mich mies? Also, ich weiß das. Ich nehme das nicht einfach so hin und sage, ach, leck mich am Arsch. Oder? Aber guck mal, das geht mir ans Herz, geht mir das. Andrea, aber du bist die Mutter. Das weiß ich selber. Ich weiß das selber aus eigener Erfahrung sogar. Also weißt du, ich merke es, also das ist wahnsinnig. In dem Punkt ist es so, dieses Thema berührt mich wirklich sehr. Ich merke es. Ich kenne das Gefühl, wenn man in dem Falle von seiner Familie allein gelassen wird. Versuch auch mal deine Tochter zu verstehen. So, und danke. Unter anderem. Genau, das ist der Punkt, den ich gerne einmal aufnehmen würde. Also das Problem ist einfach, was man natürlich wirklich in eurem Fall total sieht, ist, das Versagen hat angefangen, ich muss jetzt mal echt hart sein, das Versagen hat angefangen bei dir. Denn Kinder sind per se nicht einfach missraten. Kinder fangen an zu reagieren auf das, was die Eltern mit ihnen machen. So, also keine Sorge, ich mache jetzt hier nicht so ein Generalding daraus. Du musst einfach auch nochmal wieder zurückdenken und überlegen, okay, wie hat es angefangen? Dein erstes Kind wurde abgegeben, habe ich gehört. Das wurde nicht abgegeben. Oder weggenommen, ja. Weiß ich nicht. Ja, aber Kinder werden nicht weggenommen, wenn Familien gut funktionieren. Ja, Kinder in guten Familien werden nicht weggenommen. Das ist einfach so. Ja, es war keine gute Familie. Ich will nur einmal probieren, dich nochmal wieder daran zu erinnern, dass auch sie ein Recht hat, dass auch du selbstkritisch mit dir umgehst. Ja? Also, dass ihr das beide machen müsst, weil sie hat gerade diesen Teil schon übernommen. Sie ist diejenige, die schon super selbstkritisch sich hinstellt und sagt, ich habe so viel Scheiße gemacht, ich weiß, dass meine Mutter echt nicht mehr mit mir weiterkommt. Aber, man muss fairerweise sagen, Kinder, die so aus dem Raster fallen, tun es häufig, weil zu Hause irgendwas überhaupt nicht gestimmt hat. Auch wenn du dich hoffentlich jetzt total ins Lot bekommen hast und mit deinen Kindern super geworden bist, das weiß ich nicht, aber hoffe ich jetzt. Es gab mal eine Zeit, da war es anders. Und die liegt lange zurück.
Und das, was ihr heute daraus noch tragt, das sind alles Sachen, die da irgendwo mal angefangen haben. Verstehst du, was ich meine? Und das kann ich nur noch mal aufnehmen, was der Herr in der ersten Reihe gesagt hat. Das, was ihr wirklich machen müsst, das kann so eine Sendung nicht lösen. Das ist ein Arbeiten miteinander. Ja, weil sie ist inzwischen auch schon so in ihren Mustern drin und wird so renitent und so, weil sie, warum auch immer. Ja, aber das müsst ihr aufarbeiten. Und ich glaube, da steckt so ein Gewinn für beide Seiten drin. Du kannst diese verlorene Tochter vielleicht irgendwie wieder zurückkriegen und sie kann ein Stück ihrer verlorenen Familie wieder zurückkriegen. Weißt du, was ich meine? Da ist so viel Potenzial drin, ehrlich. Wollen wir Folgendes machen? Mein Angebot, weil ich möchte das so gerne. Erstens diese Sache mit dem Vater, weil für sie ist es momentan das alles entscheidende Thema. Darf sie wissen, wer der Vater ist? Ich frage dich, dürfte sie es wissen? Wenn ich wüsste, wer es ist, ja. Dürfte sie es? Natürlich. Pass auf, dann biete ich Folgendes Einmal an. Einmal bin ich... Pass auf, es könnte ja sein, dass du sagst, also, du willst nicht drüber reden, aber es gibt was, warum du eigentlich einen Grund hast, zu verschweigen, wer es ist. Solange das nicht der Fall ist und du sagst, ich habe einfach keine Ahnung, ich war betrunken damals, war in der Disco, ich habe den nie wieder gesehen. Okay, aber dann würde ich zumindest anbieten, ich kann nichts versprechen, sage ich auch ganz klar, aber wir sind ja nun mal eine Talkshow-Redaktion mit 12-jähriger Erfahrung, wir sind ja auch hier ein Haufen Trüffelschweine, die Trüffeln auch finden, oft. Ja, ich würde dann anbieten, wenn ihr mit uns arbeitet an der Sache, das brauchen wir, dann müssen wir wirklich alles mal rekonstruieren, wann war es, wie war es, was war das für eine Zeit. Dann probieren wir zumindest, ihn ausfindig zu machen. Ihr habt euch gerade so beherzt in den Arm genommen, könnt ihr das nicht nochmal machen? Ich glaube, das tut mir nicht ganz gut. Okay, also. Ein klitzekleiner erster Schritt und ich freue mich, weil es hätte auch ganz anders heute ausgehen können, hier mit Pauken und Trompeten Türen knallen und ich will dich nie wiedersehen und ich finde es richtig toll, ich bin richtig happy gerade. Alles Gute euch beiden, bis bald.